Was? Herbert, ich habe gerade auf Twitter ein Bild gesehen mit von Fidget Spinnern, wo in der Mitte ein NPD-Logo drauf ist. Das ist echt, sah irgendwie witzig aus. Alter, wie lange braucht denn das denn hier? Ich hab noch nicht auf Done gedrückt, ich bin so ein Horst, ey. Dust and sand into a puddle of water to make the process faster that crystal grows. Die sah nicht cool aus. Kauf alles ich klar. Fühl ich mir da, diesen, genau diesen hole ich mir direkt. Die werden sich. Die haben bestimmt auch gar nicht komisch angeguckt in der Schule. Kann man das echt kaufen oder war das fake? Durchdrehen für Deutschland. Was ist das denn? Das muss ich mir nochmal genau angucken. So. Was steht denn? Snooper Settings? Ich hab nur ein. Ach du Scheiße. Hau bloß ab. Charge Telequads plus Nederquads plus Redstone Dust. Ein Star. Hab ich jetzt echt das Texture Pack auch mit rübergezogen? Nee, oder? Nee, das ist anders. Falsch rum. Oh, immer muss man alles manuell und alleine machen. Ey, denk doch mal mit. Jetzt hab ich. Ach, ich hab das falsche rübergezogen. Oh, ich bin so blöd. Mach plopp. Jui. Aber das sah echt scheiße aus gerade. Oh, jetzt muss ich wieder warten. Oh, mach doch mal hin. So. Hä? Achso, oh. Options. Hau ab. Guck mal. Uhu. Machst du gerade irgendwas? Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade im Resource Pack. Ich hab ein Achievement bekommen. So, das. Glaube ich so, weil ich mich. Als ob es die gibt, ey. So. NPD-Materialdienst, als ob die sowas machen. ME3. So, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung, hat gedauert. Was wollte ich machen? Ach, Carpenter, genau. Sehr schön. Ich erinnere mich. Wie viel habe ich denn da jetzt? Dann brauche ich. 48, jetzt. Cool. Brauchen wir dann noch für ME Drive, für ein ME-System. Braucht diesen Monitor? Ja, ja, das ist mir klar. Dann dieses komische Kabel da? Was für ein Kabel? Oh, ist mal schnell, weiß ich gar nicht, wie das heißt. ME-Verbindungskabel oder so. Das heißt ganz einfach. Glass Cable Flux? Glass Cable ist es. Nee, Flux ist natürlich nicht, aber Glaskabel, glaube ich. Glass Cable. Das klang schon mal nicht schlecht. So, Mist. Glass Cable. Hallo. Ja, es gibt ein ME Glass Cable. Ah, da brauche ich aber die Glass Cable Flux für. Ja, sehr schön. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, das waren die. Kann natürlich sein, dass ich gerade wieder voll Quatsch erzähle. Ja, das ist das. Das sind die Flugdinger. Ja, gut. Ja. Okay, da hab ich mal zwei von. Dann muss ich Herbert, brauchst du gerade die Nacht? Ja, ne? Nee, warte nicht. Ich mach okay, dann mache ich jetzt gerade, sorry, aber ich wollte mich damit nicht so happig, nicht so haben. So, zack. Achso, ich war weggegangen. Ist man auf diesen Stairs eigentlich auch schnell? Also auf das den Stairs ist man tatsächlich nicht schnell auf den Carpenter Stairs, aber das ist ja egal. Die sind ja eh nur kurz. MHS braucht man nicht, oder? Nee. Würde ganz ehrlich, ich guck mal nachher die Folge von Dings an. Ja, mach das. Von Debitor und dann brauche ich jetzt 10k Storage Cell. Kann ich das wuppen? Ach du Scheiße. Obwohl, warte mal. Schwupp dich. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Natürlich blöd. Bei der anderen Straße war man irgendwie schneller. Was war das denn überhaupt für eine andere Straße, die wir da noch hatten? Das war ja irgendwie. Das ist ja nicht irgendwas Street, das klingt so richtig scheiße. Nennt man das einfach Asphalt vielleicht noch? Asphalt? Ne, gibt's nur eins. Anderen Concrete gibt's auch nicht, ne? Eisen. Ne. Okay. Gibt es 32? Ne. Aber 16k gibt es. So. Ja. 4K Storage. Komponenten. 1K. 3. 1K Storage Komponenten. Du Herbert, kleine Ästhetikfrage mal, ne? Wenn ich jetzt so einen Weg habe, findest du, dass es scheiße sieht, wenn man sozusagen den ganzen Wegblock von außen sieht, also dass er immer von Erde umgeben sein soll, oder ist es auch okay, wenn der Straßenblock mal so rausguckt? Also, das keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch okay.
Ja. Ich glaube, es ist das. Ich probiere es das andere Mal einfach mal aus. Logic Prozessor. Zufälligerweise nur irgendwo ein Ofen hier rumfliegen. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, machen wir mal einen Ofen. Ich mache gerade so Multitasking, ey. Ich mache gerade so drei Dinge gleichzeitig gerade. So, diesen Blumery Face kümmern wir uns gleich drum. Kies brauchen wir. Das müssen wir demnächst mal sammeln gehen. Mal den Kies hier, ne? Den kann ich doch eigentlich mitnehmen. Ich meine, der ist hier ja wie auf dem Silbertablett. Und ich finde, es sieht mit Erde eh viel besser aus. Ist egal, so. Ich nehme den Kies mit Scheiß drauf. So, noch was? Was mache ich noch? Was wollte ich holen? Ach, Erde. Genau, Erde. So, Erde da. Machen wir mal 3 Stacks. Dürften reichen. So, das sieht echt ein bisschen schnieker noch aus. Dauert jetzt ein bisschen, aber gut. Die Erde, die wir halt abbauen, die werden wir direkt wieder los. Also jetzt keine Materialverschwendung. Oh, diese rollen Blumen immer. So, schön Terraforming. Das tut gut. So, hier noch ein bisschen. Ja, das sieht besser aus, wenn man die Straße so nicht von außen sieht. Der Schmied ist kaputt gegangen, mein Grind. Lol. Das gefällt mir um einiges besser. Muss jetzt ja nicht alles gleichmäßig sein, aber so ein bisschen. So. Ja, das ist viel besser. Das ist wirklich um einiges besser. Okay, schlängelt der Weg sich hier so durch. Ja, das wird echt schick. Also, wenn das so hell aussieht, hat das nämlich auch gleich einen ganz anderen Charme. Wenn es wieder so dunkel wäre, wäre das hier so, oh, dunkel. Aber wenn das so ist, ist das ganz schick. So, dann werde ich mir jetzt hier mal den Kies abrasieren. Den vermisst hier eh keiner. Und natürlich nur, wenn jetzt hier das ganze Wasser mal reinkommt. Oh, okay. So. Die Erde machen wir gleich wieder hin. So. Ups. Wechsel mal kurz. Ja, hier kriegen wir so viel Kies, das ist super. So. Upsala. Also je länger ich mit dem Tech Jetpack spiele, umso schöner finde ich es tatsächlich. Das passt doch ganz gut rein hier, finde ich. So, einmal den Hahn abdrehen. Gerade sehr, sehr langweilig, was wir hier gerade machen. Da müssen wir gerade mal durch. Das ist okay. Notwendig. So, Alter, egal, das sieht ja mit Erde auskleiden. Naja, Prost Mahlzeit. So. Naja, egal. Machen wir es einfach mal fix hier. Ich wollte ja nicht, dass die Monster drin spawnen, deswegen lasse ich es auch nicht holen. Dann glaube ich, werde ich jetzt erstmal. Hörst du auf? Okay. Ja, ich muss jetzt noch für den Unterricht. Gut, dann machen. Achso, ja. Hab ich schon fast gedacht. Das letzte Mal dieses Jahr. Ah ja, ich habe diesen Monat tatsächlich mehr oder weniger verpennt, weil ich dachte, es ist schon Schluss, aber ich hatte eh noch Sozialpraktikum, also hat eh nicht geklappt. Ja. So, dann wünsche dir bei, ich sag mal in Anführungszeichen, viel Spaß. Okay, danke.
Und dann bis dann, ne? Ich glaube, dann, wenn du wiederkommst, bin ich glaube ich nicht mehr da. Jedenfalls nicht mehr hier. Ja, mal gucken. Okay. Okay, ciao, ciao. Dann bis dann, ciao. Oh Gott, ist das ein Last Heaven noch da? Nee, ist weg. So, also jetzt ein bisschen ätzend hier mit dem Wasser. Ich will jetzt den Teich natürlich auch nicht wegschmeißen. Jetzt hier, der soll eigentlich schon bleiben. Oh, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den nehmen. So, den Sand. Ne, der soll eigentlich auch hier bleiben. Die Tür geht einfach gerade von alleine zu, wegen Wind. Nein, nicht den. Oh. Jetzt mal die Blöcke erstmal weg, dann haben wir das hier, sind wir die Sorge los. So, ich glaube, die Erde ist auch alle jetzt, oder? Ja, ernsthaft. Oh, Alter, krass. Gut, wir haben Erde haben wir eh massenweise. So, hier können wir nochmal rein. Also ich muss wirklich sagen, der Shader, ne, der ist, ich glaube, mit dem Spiel, ich guck mal, FPS-mäßig, guck mal. Wir haben teilweise 90 FPS mit dem Shader. Guck mal, wenn wir jetzt mal gucken hier, 70, also 70 haben wir meistens safe. Das ist echt klasse, also wirklich Hammer. Und zu dem Cinematic-Ding hat sich jetzt, glaube ich, keinen mega krassen Unterschied. Und wir wollen ja hier keine Cinematics drehen. Wir sind hier immer noch in Let's Play. Da habe ich auch nicht so hohe Ansprüche eigentlich an Shader. Hauptsache, er ist möglichst bugfrei. Und das ist er eigentlich größtenteils hier eigentlich. Würde ich mal so sagen. Ich muss den Shader, den, das ist eigentlich auch nicht alles ausgraben jetzt. Das kann ruhig ein bisschen tiefer bleiben, meine ich. Also, so. Guckt eh keiner rein. So, den brauche ich mal ganz kurz stibitzen, um das noch hier zu stopfen. So. So. Wie viel Kies haben wir denn jetzt? Guck mal, sehr gut. Haben wir einiges bekommen. Das füllen wir gleich noch auf. Ich mache jetzt nicht mehr viel hier, aber... Also alleine, klar, kann man auch spielen, aber ich wollte jetzt, glaube ich, lieber zu zweit oder zu dritt. Dann würde ich, glaube ich, jetzt den Kies noch wegschmeißen, das mit Erde noch auffüllen. Dann machen wir beim nächsten Mal mit dem Kies einfach weiter. Wie lange nehmen wir auf? Vielleicht machen wir noch die 20 Minuten vorher. Dann nehme ich jetzt nur 8 Minuten auf. Dann haben wir 1 Stunde 20 aufgenommen. Also alle zufrieden. Ich habe nochmal ein Schlückchen getrunken. Ja, übrigens, heute war mein Sozialpraktikum zu Ende. Ich hätte ja gerne mal ein bisschen drüber gesprochen, auch mit Rufen und so, weil Rufens kleiner Bruder da ist. Obwohl Datenschutz und so darf man ja eigentlich nicht viel nach außen tragen. Ich will jetzt natürlich auch niemals Namen nennen und sowas. Aber, also ich kann jetzt ja mal so abschließend sagen, dass mir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so erwähnt hatte, ich habe mein Sozialpraktikum oben jetzt gerade die letzten 2-3 Wochen gemacht, 2,5 Wochen ganz genau. Oder waren es 2,5? Nee, es waren nur 2. Also wirklich 14 Tage. An meiner alten Grundschule, hier um die Ecke quasi, wo ich in der ersten, zweiten Klasse war, die wurde dann, nach der zweiten Klasse wurde die geschlossen, weil zu wenig Kinder und so. Jedenfalls war ich da jetzt wieder und es war wirklich echt eine ganz coole Zeit, kann ich mal so sagen. Natürlich, fragt man sich jetzt, wieso warst du an der Schule, wenn die dann geschlossen wurde? Gute Frage. Ja, ich glaube ein Jahr, ich weiß gar nicht, war überhaupt ein Jahr Pause, jedenfalls kam danach eine neue Schule rein mit neuen Lehrern, also neues Personal in Anführungszeichen. Aber dadurch, dass das hier, ja, ich sag mal, Dorfschule ist jetzt nicht hier mit 1000 Leuten, kenne ich die Leute halt auch so und dann war es für mich auch relativ entspannter eigentlich. Und die Kinder waren auch ganz cool, da kenne ich halt auch einige, Rufens Bruder ja sowieso. Und ja, waren echt schöne 2 Wochen und heute war jetzt mein letzter Tag. Ich muss jetzt morgen dann nochmal hin, um so einen Zettel ausfüllen zu lassen, wie man sich so, ja, ich weiß nicht, ob jemand schon mal von euch schon mal Sozialpraktikum machen musste oder Praktikum. Sowas wie, so eine Art Bewertungsbogen. Wie war man, hat man sich auch nicht verhalten, so pipapo. Das ist ja Standard eigentlich. Deswegen muss ich morgen nochmal hin, da können sie dann alle mal Hallo sagen. Oder ich kann nochmal Hallo sagen. Kann es sein, dass ich so ein Blumenreface schon mal gemacht habe? Ich habe irgendwie das Gefühl. Aber hier steht keiner, ich stelle einfach mal hier zwischen. Haben wir so eine kleine Ecke. So. Mache ich jetzt noch, habe ich noch Concrete? Ne, warte, ich schmeiß das Zeug noch weg. Wenigstens die Treppe. Ich glaube, die anderen Dinger würde ich fast noch behalten. Erde wollte ich noch holen. Genau, warte, dann machen wir nochmal. Sorry, mache ich aber fix. Erde. Holen wir noch ein bisschen Erde, dann füllen wir das auf. Dann haben wir auch die 20 Minuten auch aufgefüllt. Dann ist die Folge nicht so abgemagert. ja, das war wirklich sehr schön. Kann ich so abschließend sagen. Das Praktikum hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Das ist halt bei uns in der 9. Klasse... ist das Sozialpraktikum dann und in der 10. Klasse haben wir dann, nennt sich das Betriebspraktikum, wo man dann Firma oder so gehen kann oder soll. Ich weiß gar nicht, ob man dann da auch in eine Grundschule gehen... Hallo? Hallo? Bugfrei ist es nicht. Game Mode 1. So. Game Mode 0.
Keine Ahnung, was das gerade war. Ja, wie gesagt, in der 10. macht man dann so ein Betriebspraktikum, wo man dann halt zu einem Betrieb, eine Firma, ein Institut oder sowas geht. Ob man dann da tatsächlich rein theoretisch auch wieder an eine Grundschule oder in die Grundschule gehen dürfte, das weiß ich nicht, aber das habe ich dann auch nicht vor. Also die Chance, wenn man die Chance hat, geboten bekommen, mal für 3 Wochen sich mal in einem Betrieb seine Wahl natürlich dann auch mal ein bisschen umzuschauen, wie das so läuft. Berufstechnisch vielleicht auch mal den einen oder anderen Ausblick zu wagen. Sollte man die Chance, finde ich, nutzen und nicht dann wieder, ja, so, weißt du, sich ein Larry machen. Ich finde, das sollte man dann schon ordentlich machen. Ganz bugfrei ist es nicht, vor allem Schattenbugs hat es ein paar hier, ne? Also das ist mir auch drin schon aufgefallen. Liegt es auch an dem Texture Pack, aber ich glaube, es liegt dann doch am Shader. Das ist ja halt der neueste, ne? Es gibt noch einen älteren, warte, ich kann nochmal kurz anmachen. Das ist der hier nämlich. Da kann ich auch mal umschalten auf Ultra, glaube ich. Das geht auch in Ordnung. Den finde ich aber nicht ganz so schick. Guck mal, das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich finde, da sind die Schatten so mega doll. Der andere ist deutlich smoother, weißt du? Guck mal, das ist doch viel weicher. Ja, deutlich. So, da haben wir die Erde da hinten gestopft. Die schmeiße ich dann wieder weg. Ein bisschen konkret können wir eigentlich noch machen. Wie gesagt, ich würde die 20 Minuten wenigstens einigermaßen voll bekommen. Was dann noch fehlt, ist Wegrandbeleuchtung. Dazu brauchen wir dann diesen Bloomery Face. Wo ich gerade im Inventar bin, tut mir nochmal leid wegen vorhin, dass wir da, dass wieder OBS von wieder Quatsch gemacht hat. Garden. Hier. Wo ist das Ding? Garden Lantern. Weizen. Gab es da nicht so eine Standardlaterne? Dann wäre es mal die hier. Da macht man dann halt diese Wrought Iron Ingots. Die muss man machen mit Sand, ne? Genau. Mit Sand und Eisen Ingots. Guck mal, kann man sogar Eisen Ore machen. Da spart man sich einmal Kohle. Und da kommt dann der Spaß bei raus. Kann man es irgendwie anders machen? Bloomery? Nö. Genau. Man braucht aber Holzkohle dafür. Ne? Das ist immer ein bisschen ätzend. Genau, daran erinnere ich mich auch noch. So, guck mal, die ist immer noch nicht despawned. Das gibt's doch gar nicht. Mir ist die Kohle alle. Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe. Da hätte ich mich nächstes Mal geärgert. Die wird auch nicht reichen. So. Dann nehme ich wenigstens das raus. Das kann ich noch verteilen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Also ich habe theoretisch noch länger Zeit, aber jetzt, ich meine, die ich hier verbringe. So, wie viel? Ja, genau. 1,17 haben wir jetzt. Dann machen wir das noch fix fertig. Das, was wir jetzt haben. Guck mal, das ist echt, ich meine, das ist echt flott, ne? Das ist echt, das macht, macht einiges her. So, das hätte ich mir sparen können, ne? Aber das mache ich auch. So, jetzt die Erde schon weggeschmissen, ich schnorre Mensch. Ich will mal ganz kurz hier 4 Erde irgendwo ziehen. Wo es keiner merkt. So. Oder 5 sogar? Ne. So. Der ist, glaube ich, schon, nee. Der ist zu breit, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich zu viel. Des Guten. Nochmal Erde ziehen. Ne, den nehmen wir nicht. Wir nehmen den. So. Ist ja auch schön, wenn wir jetzt knapp über 20 Minuten drüber sind. Ich mag es ja nicht, wenn man so jetzt dann so eine 13-Minuten-Folge hat. So. Dann kommen wir jetzt hier irgendwie so runter, denke ich mal. So wird das wahrscheinlich laufen, oder? Also, bis komisch sieht das jetzt doch aus. Ja, ganz schön breit der Weg, ne? Aber der ist... Also, wenn ich ihn jetzt schmaler machen würde, würde es erst recht komisch aussehen. Das ist auch richtig. Und hier... Ja, ja, das ist... Der ist auch noch falsch, glaube ich. Ja, jetzt ist richtig. Und es ist immer genau ein schräg. Dann ist der auch noch falsch. So. Gerade wieder sehr epische Musik im Hintergrund. So. Zack, der war, glaube ich, falsch. So, Spitzhacke verabschiedet sich wahrscheinlich auch bald. So. Hier kommt noch ein bisschen Erde drumherum. Das, wie gesagt, würde ich immer so gerne so ein bisschen einschließen, dass man das von außen nicht so sieht. Hier ist das okay. So, dann machen wir mal die Dinger noch fix hier ran. So, und dann sind wir die nämlich auch exakt los. Zack. So nicht. So. Und dann sind alle zufrieden. So. Also sollte rufen, damit nicht zufrieden sein, das Ganze umzuschüsseln, dauert wahrscheinlich ein bisschen. Aber egal. Ich finde, das sieht ganz okay aus. Also bei dem Texture Pack geht das echt voll in Ordnung. Und abschließend jetzt so nach der Aufnahme muss ich sagen, dass ich mit diesem Texture Pack wirklich jetzt fast schon super klarkomme. Also ich habe auch damals wirklich eine Zeit lang mit John Smith gespielt, weil das ein Texture Pack ist, was wenig Auflösung hat. Dennoch aber ganz schick aussieht.
Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne damit die nächsten Folgen weiterspielen, weil ich das wirklich sehr schick finde. Mal ein bisschen Abwechslung, weißt du, dass man mal so ein bisschen durchwechselt. So, hier, da ereignet sich unser wunderschöner Weg. Ja, ich würde sagen, mit dieser Musik, die jetzt leider jetzt gerade schon endet, würde ich mich verabschieden. Jetzt endet sie. Würde ich mich verabschieden für diese Aufnahme. Ja, dann würde ich mich wieder recht herzlich bedanken fürs Zuschauen. Dann werde ich mal den ganzen Spaß schnibbeln. Ich habe noch Just Cause 3, Assassin's Creed und die letzten Live in the Woods Aufnahmen, muss ich noch die Thumbnails machen. Das werde ich jetzt alles schön machen. Aber gut, das ist meine Sorge. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein, bis dahin. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musikausklang, ne? Wir machen noch Musikausklang, Endscreen. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, scheiße, bis dahin. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.